Freunde und recht herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 hier auf der Elm Creek. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wir starten natürlich erstmal, indem wir hier weitermachen mit unserem Feld. Aber bevor wir das machen, muss ich einmal hier nochmal, guck mal hier, die Schläuche sind gar nicht aktiviert. Und das hat zur Folge, dass ich nämlich aktuell den neuen Manual Attachment aktiviert habe. Dann funktioniert das Ganze auch, also einmal rauslaufen, Schläuche anschließen und dann geht das los. So, und bevor wir jetzt ewig Zeit verlieren, ne, sag ich mal so, geben wir Gas. Und wenn dir das Ganze gefällt, lass mir doch liebend gern einen Daumen nach oben da. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ja, ich hoffe, dass wir tatsächlich in dieser Folge fertig werden mit dem Feld. Ich habe heute auch ausnahmsweise mal keine Kamera am Start, also für die Setup-Cam, weil ich das Kabel verliehen habe. Also, ja, die USB-Verlängerung, die musste mal notgedrungen woanders sein, deswegen nimmt mir das bitte nicht übel, aber dann gibt es das auf jeden Fall demnächst wieder. So, also sprich, sprich morgen oder so, mal schauen, je nachdem, wie lange das dauert. So, na, das ist ja immer, wenn man immer alles hat, ne, dann, ja. So, wo sind wir stehen geblieben? Ach so, übrigens, ne, wieder mal vielen, vielen Dank auch für eure ganzen Kommentare. Und ich kann euch eins sagen, nächste Woche, Mitte nächster Woche, habe ich endlich Urlaub. Und dann wird wieder ordentlich gehasselt. Dann wird es auch mal wieder einen Livestream geben. Und so weiter. Also freut euch da auf jeden Fall. Das wird, denke ich, echt cool. Ich habe jetzt hier einmal bewusst Vorgewände gefahren, damit ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Gerade hier unten bei den Büschen ist das dann doch ein bisschen besser. Genau, nee, da wird es auf jeden Fall dann auch wieder ja, Streams geben. Na, also für alle, die sich wundern, was ist jetzt denn auf einmal los? Nee, nee, das kommt dann wieder. Ich habe mich jetzt erstmal ein bisschen damit befasst oder darauf konzentriert, dass halt wieder YouTube-Videos kommen, ist ja klar. Ne, weil auch wenn ein neues Game da ist, ich kann ja auch dann nicht so viel vorproduzieren, wie ich das sonst vielleicht gerne mache. Deswegen musste ich da natürlich ran und ja. Aber das kommt auch alles nach und nach wieder. Genau, und dann quasi Mitte nächster Woche. Checkt am besten den Discord ab. Da kriegt ihr auf jeden Fall die Infos. Dann wird es auf jeden Fall dort wieder losgehen. Ich freue mich wirklich. Und dann auch ein paar Wochen. Also das wird echt, glaube ich, richtig cool. Schauen wir mal. So. Genau. Das war das. Jetzt ja, sind wir hier noch beim Drillen dabei. Ich hoffe aber, dass wir das hier gleich fertig haben und dass das jetzt nicht allzu lange dauert, weil eigentlich hatte ich nämlich noch was anderes vor heute. Und das sind nämlich Aufträge. Ich möchte ganz gerne ein paar Aufträge mit euch machen, wo wir auch ein bisschen Geld verdienen, weil das ist im Moment das ganz große Problem, nämlich dass wir kein Geld haben. Also nicht viel Geld, sagen wir es mal so, ne? Deswegen wäre es halt echt super, wenn wir da vielleicht den ein oder anderen Auftrag machen, um da halt ein bisschen was zu verdienen. Aber wir schauen mal. Wir schauen mal. So, ich fahre jetzt mal hier einfach mal mittig rein. Dann machen wir halt so ein bisschen zwei Blöcke. Das nützt ja nichts, ne? So. Dann haben wir da nämlich nicht das Problem, dass wir so viel hin und her eiern müssen, ne? Genau. Ja, ansonsten ist das doch schon mal echt nice. Steine müssten wir eigentlich dann auch nochmal wegsammeln, ne? Ja, aber es sind ja jetzt auch tatsächlich die ersten Mods, ja, kommen so langsam, ne? Also ich bin da echt, echt begeistert. So die klassischen, ne, wie Manual Attachment und Enhanced Vehicle oder Zeitvorspulen oder sowas ist tatsächlich schon am Start.
ein paar Anhänger haben wir schon gesehen und so weiter. Also da wird auf jeden Fall so langsam aber sicher dann doch das erste sichtbar, ne? Ich bin da auch echt mal gespannt, was da noch so kommen wird an Mods. Und vor allem auch an Maps, ne? Ist ja klar. Aber ich muss sagen, die Map hier ist auch jetzt nicht so uncool, sag ich jetzt mal. Also man muss ja auch bedenken, durch den neuen Baumodus hat man ja auch einfach viel mehr Möglichkeiten, sich die Map ja auch im Game so anzupassen, wie man das halt möchte. Ne? Das ist ja genau das, worauf es ja letzten Endes ankommt. Ne? Weil ganz viel oder ganz oft das ja so gewesen ist, dass man halt eben nicht die Map, ohne sie in den GE zu packen, halt irgendwie anpassen konnte. Und ich sag mal, jetzt geht das halt ohne Probleme, ne? Ich meine, im Endeffekt kannst du dir, wenn du wirklich willst, ne, und abgesehen von vom Geld, was du dafür zahlen müsstest, so, aber du könntest im Prinzip eine leere Map nehmen und die im Game selber bauen, theoretisch gesehen. Na, wobei, ne, Objekte, wobei... müsste eigentlich gehen, beziehungsweise ja, vielleicht nicht so Objekte wie jetzt, ne, was jetzt hier so rumsteht an Häusern oder, weißt du, aber so an Fabriken und an Hofmaterial und so fehlt es hier auf jeden Fall bis dato nicht. Und da bin ich tatsächlich auch mal gespannt, ob es da noch Erweiterungen für gibt, ne, für den Baumodus, dass man da vielleicht dann nochmal neue Objekte halt auch reinbringt, die dann vielleicht auch nochmal anders animiert sind oder ähnlichem. Also da bin ich schon doch nochmal sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Aber lassen wir uns das alles auf uns zukommen. Jetzt sind wir ja schon im Dezember, bald ist ja schon wieder Weihnachten. Na, erstmal kommt ja vielleicht noch der Nikolaus und dann ist Weihnachten, aber die Zeit, die rennt auch echt enorm, ne? Aber ist ein gutes Stichwort tatsächlich, wenn du vielleicht noch auf der Suche nach einem Nikolausgeschenk oder Weihnachtsgeschenk bist und vielleicht noch den LS22 haben möchtest, dann check unbedingt meine Links in der Videobeschreibung ab. Da kannst du es dir nämlich sehr günstig erwerben und zwar mit meinem Partnerlink von Giants. Damit unterstützt ihr die Entwickler Giants Software natürlich, aber auch mich ein bisschen. Und ihr zeigt natürlich, dass wir eine Community sind, ne? Dass wir alle Bock haben, das Game zu zocken. Und das wäre halt ziemlich cool, wenn ihr dann halt dort meinen Link dafür benutzen würdet. Nur mal kurz so am Rande, es passt ja jetzt auch zu Weihnachten, ist ja auch ein cooles, sag ich mal, Geschenk oder halt, ne, ein Geschenk an sich selbst, wie auch immer. Aber das bietet sich ja aktuell halt auch an. So. Wir haben tatsächlich das gleich geschafft, Freunde. Wunderbar. Da freue ich mich. Da freue ich mich sehr. So, jetzt ist die Frage, gehe ich das in einer Bahn hin oder muss ich da nochmal reinfahren? Da unten wird es halt aber echt breiter, ne? Hier oben geht es ja noch, aber hier unten keine Chance. Hier unten muss ich nochmal hin, verdammt. Aber egal, dann haben wir noch jetzt, keine Ahnung, drei Bahnen und dann sind wir durch. Dann haben wir das Feld hier. Das ist doch super. Dann können wir danach mal gucken, was unsere Salat-Treibhaus-Gewächshaus macht. Und wir können... Ah, unsere Getreideproduktion könnten wir auch nochmal abchecken. Da haben wir ja auch noch was, ne? Eieiei, fällt mir gerade mal so spontan ein. Dann müssen wir da auch nochmal eben längs. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir vielleicht schon das ein oder andere runter. Das ein oder andere vielleicht beim Hof schon mal irgendwie nochmal schick machen können. Ich würde halt echt gerne schon mal irgendwie sowas wie Hühner oder so haben wollen, ne? Weil. Dafür bräuchten wir halt wiederum Getreide, das wir jetzt an die Mühle gebracht haben. Ja, ist natürlich auch selten schlau gewesen.
Aber ich glaube, Hühner haben hier auch nochmal jetzt einen neuen Stellenwert bekommen, so, ne? Ich sag mal, früher waren es ja mehr die Kühe mit ihrem, mit ihrer Milch. Aber jetzt ist es halt auch, oder sind es halt auch die, die Hühner, die halt Eier produzieren oder Eier legen, eher gesagt. Die dann natürlich auch sehr viel Ertrag wohl bringen. Beziehungsweise sehr viel Geld am Ende, ne, wenn wir das halt verkaufen. So, Freunde, die vorletzte Bahn, würde ich mal sagen. Hier können wir ja auch mal wieder von innen fahren. Alter, wir müssen die Karre auch mal sauber machen. Junge, wie sieht denn das hier aus? Kann sich ja gar keiner mit angucken. Oh, huh. Stopp mal. Ja, ist unten, okay. Ja. Das läuft doch. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Wunderbar. Okay, und dann fahren wir das hier hin. Oh. Ah, da muss ich noch mal kurz, glaube ich, ein Stück zurück. Sicher ist sicher. So, wunderbar. Ja, letzte Bahn und dann haben wir es, Freunde. Dann haben wir es endlich geschafft. Oh mein Gott, I can't believe it. Aber haben wir es, glaube ich, geschafft. Es sei denn, wir müssen jetzt hier noch mal ein zweites Mal runterfahren. Ich hoffe mal nicht. Ja doch, da oben wird es wahrscheinlich ein bisschen breiter. Da muss ich noch mal ansetzen. Aber an sich gar nicht so verkehrt, ne? Gar nicht so verkehrt. Ja, okay, es ist jetzt nicht ganz die letzte gewesen. Die letzte kommt dann jetzt im Anschluss. Aber gut, dann haben wir das auch geklärt. So, und jetzt fahren wir hier nochmal rein. Dann geht das weiter. So, dann können wir mal gucken, wenn wir nämlich noch was Getreide in der Mühle haben, ist ja die Frage, kriegen wir das da jetzt noch raus? Weil wenn wir das da rauskriegen würden, mal angenommen, wir würden das da rausbekommen und gucken dann mal, wie teuer so ein Hühnerstall ist. Ich glaube zwar nicht, dass wir uns den leisten können, aber man kann ja trotzdem mal gucken, ne? Man kann ja trotzdem einfach auch mal gucken. So. Zack, zack, zack. Machen wir mal hier wieder rüber. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo wir... Da haben wir die... Fahren wir hier rein, ne? Die Drille. Oder hatten wir die nicht vor dem Flug stehen beim letzten Mal? Ist ja auch egal eigentlich, ne? Dass wir dann da stehen. Wir gucken mal, Freunde. Passt mal auf. Wir gucken einfach mal uns ganz entspannt hier das an. Tiere. Hühner. So, mal angenommen, wir... nehmen uns einen Hühnerstall. Man könnte natürlich jetzt so eine Wiese nehmen oder nur so eine Weide, die würde 6.000 kosten. Der Hof hier an sich würde allerdings schon wieder mehr kosten. Fänd ich persönlich aber wiederum ein bisschen schöner, um ehrlich zu sein. Finde ich hier ja schon wieder ein bisschen schöner, ne? Mit so einem Häuschen. Also brauchen wir 80.000. Perfekt. So, wir gucken mal kurz rein, was unsere Produktionen sagen. Zwar hier Mehl 6. Halten, Direktverkauf, verteilen, behalten. So. Was haben wir? Wir haben das. Hier haben wir doch.
So, aktivieren. Deaktivieren. Wieso ist denn hier alles aktiviert? Ich muss ja nur das hier haben. Braucht doch nur das hier. So, und Salat haben wir auch. Ist aktiviert. Lange braucht denn ein Salat, bitte? Warte mal, wir gehen da mal schnell hin. Ist ja gleich zum Glück um die Ecke hier. Was wir hier wirklich gut haben, läuft, sind die Bienen hier, ne? Guck mal. 120 Liter Bienenhonig. Bienenhonig. Cool. Nee, aber hier. Salat haben wir eine Palette. Das ist natürlich jetzt noch nicht so viel. Aber was ich herausgefunden habe, ist, man braucht gar nicht wirklich so einen Wasserspender, der uns am Anfang wirklich viel Geld gekostet hat, ne? Wir könnten theoretisch gesehen auch einfach entweder ja, hier an den See fahren, hier unten. Unser Hof ist ja hier in dem Bereich und wir hätten einfach hier an den See fahren können. Ist natürlich eine kleine Strecke. Oder hier unten von mir aus auch. Ist natürlich eine kleine Strecke, aber das hätten wir halt auch machen können. Und das würde uns wiederum nichts kosten. Ja, das ist halt immer so die Sache. So ist auch alles noch im Wachstum, ne? Überlege ja schon fast, ob wir nicht einfach den Mais, ob wir den nicht einfach dreschen, dass wir Körnermais haben, ne? Guck mal, geht auch Eier. Geht eigentlich auch. Guck mal, hier Eier. 3.225, Freunde. Junge, Junge. Okay. Gut, dann weiß ich ja, was wir brauchen. Oh, Eier. So. Ich den erstmal hin und dann nehme ich mir mal. Ah, warte mal hier. So. Nehme ich mir den Fend, nämlich mit der Palettengabel, weil wir haben ja noch den Anhänger beim Händler, ne? Oder beim Shop. Den würde ich sonst nochmal eben fix holen. Wollen. Dann lass uns da doch nochmal eben schnell hinfahren. Das mache ich natürlich jetzt schnell mit dem Schlepper, oder mit dem Fendt, weil das geht ein bisschen fixer, ne? Ist ja eigentlich klar. Aber dann lass uns das doch nochmal eben schnell vorbereiten, dass wir dann das ganze Zeug da wegholen können. Dann ist das auch gut. Dann steht da auch nicht mehr so viel rum und, ne, ihr wisst ja, wie das ist. Ihr wisst ja, wie das ist. So. Bilder hier sehen auch alle einfach geil aus, ne? So. Da ist unser. Lass mich einfach direkt so einladen. Sehe gar nichts. Warte mal, ich muss hier mal kurz so die grobe Einstellung brauche ich mal eben. So kriege ich den nicht, ne? So kriege ich den nicht. Dann muss ich den doch so nehmen jetzt hier, oder was? Jetzt auch ekelhaft dicht am Anhänger da dran, aber ich ihn. Aber gut, dann. Das Coole ist halt, dass das so ein kleiner Plattform-Anhänger ist, ne? Das macht es halt so für solche Sachen halt ein bisschen leichter, gerade wenn man auch so einen Hoftrack hat wie wir, wo du halt nicht so einen großen Arm halt auch für hast, ne? Und dadurch nicht weißt, wie weit du da dahin kommst. Ey, hallo. Erstmal wieder zurück hier, oder was?
möchte das gerne so dicht wie möglich. Das. Aber haben wir schon mal das erste drauf. Jetzt müssen wir nur noch die anderen Paletten da drauf packen. Aber die eine natürlich ein bisschen geschoben, ist aber jetzt nicht weiter tragisch. Die schiebe ich mir da irgendwie gleich wieder weg. Gleich mit haben. Die nehme ich mir nämlich als nächstes mit. So. Natürlich die Frage, kann ich das hier fest... Ah, wie viele Gurte kann ich hier ranschmeißen? Richtig geil. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, damit hätten wir es auch geschafft für die heutige Folge. Wenn es dir gefallen hat, lasst mir doch liebend gern ein Däumchen da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein, wenn es hier weitergeht im LS22 auf der Elm Creek. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut. Haut rein. Euer Bauer. Ciao, ciao.